Seit einiger Zeit besteht der Wunsch bei mir, auch endlich mal Business Class zu fliegen. Die Airline Condor bietet seit Sommer 2020 einmal täglich einen Flug von Mallorca nach Düsseldorf im Airbus A330 an. Eigentlich ein Langstreckenflugzeug und die einzige Möglichkeit, Kurzstrecke in der Business Class zu fliegen. Ich war sowieso auf Mallorca und habe mir spontan einen Rückflug in der Business Class gebucht. Viel Spaß mit diesem Flugzeugtest. Aber scheiß drauf. Und damit, yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ich befinde mich hier gerade auf Mallorca am Ballermann. Also zumindest da unten ist der Ballermann eigentlich, ist halt gerade noch nicht so viel los. Liegt daran, weil wir 6:30 morgens haben. Da hinten ist allerdings auch der Flughafen und da geht es jetzt für mich wieder hin, denn ich fliege zurück nach Deutschland. Ich sehe noch ein bisschen müde aus, sorry, bin gerade erst aufgestanden. Das Ganze ist ein bisschen besonders, weil ich fliege zum ersten Mal in meinem Leben wirkliche Business Class. Natürlich ist es keine Langstrecke Business Class, das werde ich auch noch machen in 3 Wochen. Da kommt dann auch ein Video. Aber seit Ende 2020 verkehrt einmal pro Tag ein Airbus A330 von Condor zwischen Düsseldorf und Mallorca. Und dort gibt es quasi auf einer Kurzstrecke eine Business Class mit Essen, mit so Liegestühlen. Liegestühlen? Nee. Ich bin noch nicht so drin in diesem Business Class Game, aber das wird noch. Ja, ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Wir gehen auch vorher in die Lounge hier am Mallorca Flughafen. Jetzt kann ich ja auch mal hier ein bisschen flexen. Moment. Ich denke, das ist so ein Ballermann-Hotel hier. Ich habe mir jetzt hier auch mal diese Amex bestellt in Platin. Damit komme ich nämlich in diese ganzen Lounges rein und sammle auch noch Punkte und kann dann hoffentlich dadurch viele Vorteile genießen. Ich bin gespannt. Ich werde euch mal auch irgendwie updaten, ob sich die Karte für mich lohnt. Kostet halt um die 700 Euro im Jahr. Durch mein Business Class Ticket, was ich heute für Condor gebucht habe, was übrigens nicht mal 200 Euro gekostet hat, würde ich auch damit in diese Lounges kommen. Aber ja. Ich habe gestern hier noch am Ballermann ein bisschen gevloggt. Das blende ich euch jetzt noch ein und dann geht's zum Flughafen. So Leute, was geht? Ich bin hier gerade noch in Palma unterwegs, am Beach. Ist auf jeden Fall ganz nice. Nur irgendwie fehlen hier total diese typischen Ballermann-Touristen. Hier sind nur so Rentner. Oh, die haben mich, glaube ich, verstanden. Okay, das war vielleicht ein bisschen... Eine Sache wollte ich nur sagen, ich kann ja voll verstehen, wenn man hier so in jungen Jahren hinfährt, um Party zu machen, aber so um entspannt Urlaub zu machen, gibt es noch viel schönere Ziele. Naja, ich gehe auf jeden Fall jetzt noch entspannt was essen, weil morgen früh geht hier mein Flug und heute kann ich es nicht mehr allzu sehr krachen lassen. Wobei, einfach mal allein in Bierkönig rein. Warum nicht? Also ich bin hier allein unterwegs. Naja, schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Und sorry, ey, das war gerade echt gemein von mir, was ich da gesagt habe. Jetzt habe ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Irgendwie finde ich es auch random, dass hier natürlich auch in der Umgebung, also ich bin jetzt direkt beim Bierkönig und Megapark und so, so Spielplätze sind, wo Einheimische spielen. Und direkt daneben feiern so 1 Million Deutsche zu irgendeiner Schlagermusik. Irgendwie lustig, oder? Klar, ist ja auch logisch, ist ja deren Heimat hier, aber naja, ich weiß nicht, ob ich hier so gerne wohnen wollen würde, wenn ich dann von hier komme. Hast du ja das ganze Jahr über nur Assis. Wie mich zum Beispiel. Heute ist Mickey Krause im Megapark. Also das muss ich mir auf jeden Fall entgehen lassen. So, jetzt gibt's auf jeden Fall was zu essen und das obligatorische Local Beer. Traditionelles Essen habe ich mal gespart. Wir sind ja eigentlich in Deutschland. So, jetzt aber schnell nach Hause, oder? Ja, besser ist es. Okay Leute, also hier ist jetzt Megapark da vorne und hier habe ich jetzt auch die gängige Party- und Eventszene gefunden. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich sehe jetzt wirklich zum ersten Mal in Real Life den Megapark. Ich war hier noch nie, aber ich gehe auch jetzt schnell wieder weg. Würde auch mal reingehen, aber ich bin halt alleine unterwegs, deswegen. Alright Leute. Wieder im Hotel. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Flughafen. An die aufmerksamen Zuschauer von euch, vielleicht könnt ihr sehen, ich habe ein neues Handycase bzw. eine neue Handyhülle. Und die ist von Toras, hat im allgemeinen Leben als auch im Reisealltag auf jeden Fall viele Vorteile. Das zeige ich euch gleich noch. Jetzt geht's allerdings erstmal los. So, einmal noch zum Meer. Das ist auf jeden Fall ziemlich unbelebt hier alles. Aber ist auch klar, wir haben ja noch ziemlich früh. Ich war auch noch nie so früh hier wach. Aber scheiß drauf. Naja, okay. Ist jetzt auch nicht so besonders, ne? Hat ja jeder Deutsche schon mal gesehen, wie das hier aussieht. Airport. Tschüss. Danke, ciao. So, angekommen am Flughafen, dann wollen wir mal. Okay, für mich ging es dann ab durch den Security-Check und ich habe erstmal geschaut, von welchem Gate ich denn fliege. Die meisten Flieger von Mallorca nach Deutschland zurück fliegen von Terminal bzw. den Gates C. So auch meiner und am Flughafen Mallorca gibt es insgesamt 4 Sala-Lounges, von denen ich mir eine aussuchen konnte. Die sind aber auch super ausgeschildert und die checken wir jetzt erstmal ab. Man muss ja auch sagen, der Flughafen in Palma ist auf jeden Fall ziemlich groß, deswegen hoffe ich mal, dass ich die auch schnell finde, weil ich muss jetzt erstmal das Frühstück. So, hier jetzt rechts. Über meine Amex-Kreditkarte konnte ich mich dann auch bei Priority Pass anmelden. Dort bekommt ihr dann unter anderem auch so einen QR-Code als Ticket und mit diesem QR-Code kommt ihr halt überall rein. So, hier haben wir es doch. Sala Lounge, Mediterraneo. Ich hoffe, das klappt jetzt auch, so wie ich es mir vorstelle. An the boarding pass. Ja. Okay, gracias. Okay, thanks. Na, optimal. Geil.
Hey, Hammer. Also hier ist ja wirklich gar nichts los. Jetzt gibt es erstmal ein Käffchen hier. Schön geil. So, noch ein O-Saft. Boah, hier gibt es sogar mein Lieblingsbier, Estrella Galicia. Das kann ich ja jetzt nicht bringen, oder? So, also wir haben jetzt hier auf jeden Fall einen Joghurt. Das Geile ist, hier ist wirklich niemand. Also ich bin fast zu weinig. Ne? Bisschen Schokolade mit Brötchen drum. Ein Pizza, Kaffee, Orangensaft. Digga, es ist so entspannt. Ich frage mich, warum ich das nicht früher rausbekommen habe, dass das sowas möglich ist. Jetzt erstmal hier noch ein bisschen chillen und dann geht's gleich zum Boarding. Man muss halt wirklich sagen, am Flughafen ist es wirklich unfassbar voll gerade. Entweder du hast Familien, die komplett überfordert sind oder irgendwelche Ballermann-Touristen, die gerade erst aufgestanden sind und total übermüdet oder noch einen Tee haben. Und da ist hier zu chillen ein absoluter Gamechanger. Hammer. So Leute, aufgegessen. Jetzt geht's in den Flieger. Seit wann sind diese Rolltreppen eigentlich links? Hier ist doch Rechtsverkehr. Das finde ich irgendwie ein bisschen verwirrend. Eingecheckt, auf geht's. Hallo. Einmal hier nach links. Schillig. Angekommen im Flugzeug und auf meinem Platz. Ich habe mir 5C reserviert. Insgesamt gibt es 22 Plätze in der Business Class. Ich blende euch hier auch nochmal ein Foto ein. Die sind so ein bisschen gestaffelt aufgeteilt. Ich hatte allerdings einen direkten Fensterplatz. So Leute, ich bin angekommen. Erster Eindruck. Stabil. Aber eins muss man sagen, vor Babys ist man hier auch nicht sicher. Da ich ja wirklich zum ersten Mal auf einem Business-Class-Platz saß, muss ich erstmal alles auschecken. Und ja, man kann das Ganze ja in so eine Bettform bringen oder in die Relax-Form. Und es gibt sogar eine Sitzmassage, das fand ich auch echt krass. Nur aufgepasst, dass man sich die Beine nicht einklemmt. Ich hatte Spaß. Was mir auch direkt auffällt, die Toilette ist viel größer. Ne? Das ist echt krass. So, ich kann mein Handy dank meiner neuen Handyhülle auch einfach mal abstellen und euch was filmen. Yeah, yeah. Als Begrüßungsgetränk gab es dann erstmal einen Orangensaft oder halt auch ein Wasser. Ich habe mich in dem Fall für einen Orangensaft entschieden und dann haben wir den Flughafen auch pünktlich um 9.15 Uhr morgens verlassen. Hauptsache, hier gibt es einfach sogar so eine Massagefunktion. Um die Notaufgänge zu öffnen, automatisch auf. Im Notfall lassen Sie Ihr Gepäck zu. Wenn man dann die maximale Flughöhe erreicht hat, gibt es auch das Essen bzw. den Hauptgang, den habe ich vorher schon online gebucht. Ich habe mich dafür das englische Frühstück entschieden, war ganz lecker. Ich habe schon besser gefrühstückt, aber gut, wir sind immer noch in einem Flugzeug. Trotzdem habe ich von anderen Leuten gehört, dass andere Gerichte, die Condor serviert, wirklich super lecker sind und ich beim nächsten Mal mal was anderes ausprobieren soll. Als Nachtisch gab es dann aber noch zwei Brownies, einen schokoladigen und einen mit Zitrone. Die waren echt super lecker, also davon hätte ich auch noch mehr essen können. Der Flug war dann super entspannt, keine Turbulenzen, gar nichts, super Ausblick, auch hier die Alpen. Ich habe viel aus dem Fenster geguckt, bin ich aufs Handy, so muss sein. Für die, die es interessiert, es gibt an Bord natürlich auch Entertainment, ihr könnt ganz viele verschiedene Filme schauen. Ich bin da ein bisschen durchs Menü gegangen, ich habe mir jetzt nichts reingezogen, aber man kann sich auch durchgehend die Stats zum Flug anschauen. Mit Getränken wurde ich zu bombardiert, also man kann so viel bestellen, wie man möchte. Und zum Abschluss gab es dann noch zwei leckere Pralinen als kleines Abschiedsgeschenk nach 2 Stunden Flug, würde ich sagen. Die waren auch super lecker, vielen Dank dafür. Und zap, 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 waren wir dann auch schon am Ziel, Düsseldorf Flughafen. Ja, das war der entspannteste Flug definitiv meines Lebens. Okay Leute, angekommen in Düsseldorf, war ein richtig entspannter Flug, muss ich sagen. Also ich muss immer so reisen in Zukunft. Also so kann Reisen auf jeden Fall unfassbar viel Spaß machen. Es war so angenehm. Eine Sache, die mir aber aufgefallen ist, so Leute, die Business Class fliegen, die haben nochmal ganz andere Probleme als so normale Menschen. Also teilweise fragt man sich da, Digga, was ist los bei euch? Eine beschwert sich, weil ihr die Klimaanlage zu laut war. Der andere fand das Holzbesteck nicht gut und wollte dann halt anderes Besteck. Also da hört es bei mir wirklich auf. Und die Stewardess reagieren aber auch ganz gelassen drauf, als wäre das völlig normal. Also das hat mich ein bisschen schockiert.
aber sonst war alles super. Was geht, Leute? Ich bin mittlerweile wieder zu Hause angekommen und bevor ich noch ein kleines Fazit zum Flug abgebe, wollte ich euch nochmal auf den Sponsor vom heutigen Video aufmerksam machen. Ich habe ja auch schon einmal am Anfang auf die Toros Up Pro Ostend Series Hülle aufmerksam gemacht, die wirklich gerade fürs Reisen und aber auch generell im alltäglichen Leben einige Vorteile bietet. Gerade mit diesem Klappbügel hier als Feature, man kann überall sein Handy entspannt hinstellen. Das Case ist außerdem super robust und euer Handy geht nicht kaputt. Das ist halt auch super, wenn man so eine Hülle hat, ne? Und das Case ist wireless charging kompatibel, das heißt, ihr könnt ganz entspannt wireless laden, müsst die Hülle vorher nicht abnehmen. Ansonsten gibt es von Toros auch noch ganz, ganz viele andere Hüllen. Ich blende euch das hier mal ein, auf Amazon zum Beispiel. Vielen, vielen Dank fürs Sponsoren dieses Videos und wir kommen jetzt zum Fazit. An sich habe ich jetzt nur 200 Euro für den Flug bezahlt. Die Preise variieren immer, liegen zwischen 180 und sogar bis zu 700 Euro one way. Das Geld, was ich jetzt ausgegeben habe, im Vergleich zu Leistung, ist, finde ich, ziemlich wenig. Deswegen kann ich nichts Negatives sagen. Der Flug war 1A, pünktlich, super Service, super komfortabel. Ich bin auch am Überlegen, für die Flugtests vielleicht auch so eine Bewertungsreihe einzuführen, wie es bei meinen Zugtests immer mache. Könnt ihr sehr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen oder es einfach in die Kommentare schreiben. Ich würde auf jeden Fall jederzeit wieder mit Condor Business fliegen. Klar, auch die Lounge vorneweg war super. Das war wirklich ein absolut entspanntes Reiseerlebnis. Und ich freue mich umso mehr auf weitere Reisen, die ich dieses Jahr noch antreten werde und mal schauen, was da so noch geht. Also eine absolute 10 von 10. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert super gerne den Kanal und wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein. Ciao.